Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS17 auf der Mecklenburg. Ja, hier im Projekthof Mecklenburg. Was für ein Wortwitz. Mit dem Friesi, den Sachsen-Netzplayer Werner Ansgar und Guten. Hallo. Moin. Also dann. Guten Tag. Zeit. Oh, der wird schon gern mal reinbrettern. Der Manus, ne? Der bekommt keine LKW mehr von uns. Welch? Da-dum. 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 Steht eigentlich einer von euch auch Spiel so auf LS-Sonnenuntergänge? Ja. Bitte? Bitte was sagst du, Guten? Findet ihr LS-Sonnenuntergänge auch so geil? Ja. Die sind wirklich schön. Ja, so, ich stelle den LKW hier am Rand ab und werde euch mit dem ÜLW beglücken kommen. Brauche ich nur noch einen Traktor. Oh, der Fast Track. Das passt ja. Das ist ein schönes Gerät. Ja, aber wollen wir vielleicht doch mal so ein Feld zusammen ansehen oder sowas? Irgendwie, keine Ahnung. Können wir machen. Lass uns doch das Feld hier noch zu Ende ernten und dann lass uns überlegen, welches Feld wir zusammen ansehen. Und dann machen also wir einfach so eine Dreier-Kombo hier mit Freezy zusammen und gehen das Feld, was abgeerntet haben oder? Am besten Feld 3 fertig machen, das ist ja schon. Oder Feld 3 fertig machen, genau, ja. Ich wollte gerade sagen zur Hälfte, aber so weit ist es noch nicht. Nicht mal ansatzweise, ich glaube, es ist noch nicht mal zu einem Viertel. Ja, es ist schon aua. Ja, dann gehen wir, dann machen wir Feld 3 fertig dann. Okay. Unsere 200 Kühe sind versorgt. Und da liegt er. Ich hab die Ballen abgeladen. Wow. Unsere 200 Kühe sind versorgt. Ja, das liegt praktisch vor der Tür, das Futter. Scheiße. Okay, Moment. Er liegt, ja. Aber jetzt liegt er auf der anderen Seite. Überleg gerade, wir wollen ja hier richtig krass auf Kuh gehen oder was? Nee, auf Tiere, ne? So ein Großbetrieb, oder? Hier, Großbetrieb. Da würde ja zur Karte passen, da ist alles gut. Hätte ich ehrlich gesagt Bock zu. Wir haben schon 100 Mal vorgehabt und nie gemacht. Ja, es dauert halt einfach extrem lange, bis man wirklich viele Tiere hat, ne? Kostet ja auch Geld. Na gut, aber ich sag mal so, wir haben ja hier, also hier können wir ja wirklich ein bisschen was umsetzen auf der Karte. Ja, mal hier reinfahren, Randy. Rückwärts? Nein, nur zum Abladen. Könnten wir den Clans mit draufschmeißen vielleicht fürs nächste Mal? Was für ein Ding? Clans-Mod? So eine Art Multi-Overlay. Da zeigt sie einfach oben links an, wie viel Füllstände sind, wie viel da am Start hat. Der sowas. Alte Commander-Gedöns. Ja. Reicht dir das so, Randy? Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man hier mehrere abtankt. Ja. Für Werner? Die Abtankerfahrer ist es immer. Ja. Hindernis. Da, ne? Was für ein Ding? Ja, da rein. Oh, naja, na gut. Hau mal rein in die dicke Schaufel hier. Alter, da hab ich mal ein ÜLW, hä? Da guckst du nicht schlecht, oder? Ein schönes Ding. Aha, sag ich dir. Manus? Ja? Hast du gut gemacht. Meinst du das? Nee. Bist halt irgendwie so auf dem Trip, dass man nicht loben muss, glaube ich. Ich? Ja. Nö. Nee? Nee, ich würde nur gerne eine Konversation mit euch führen, aber irgendwie hat keiner Bock jetzt mit mir zu reden, habe ich das Gefühl. Ja doch, wie sieht's eigentlich aus? Folge 2? Wie läuft's? Wie läuft? Was, Guten? Ja, dein Hausbau. Ach, das meinst du? Ja, sicher. Na ja, gut, dass du es ansprichst. Hab da heute viel zu erzählen. Ist es schon wieder so weit? Eine Woche schon wieder rum? Was hat er gesagt? Posten aus. Was hat Physik gerade gesagt? Das ist aber nicht mehr. Ich hab irgendwie was gesagt. Erzähl uns irgendwas oder keine Ahnung. Ja, nur meine Mom oder was? Nee. Nein. Ja, gut. Eine ereignisreiche Woche liegt vor und hinter mir. Ja, vor und hinter mir. Man glaubt es kaum. Okay. Ja. Und? Ach so, was hast du gemacht? Damit habe ich nichts zu tun. Nein, ich habe alle vor oder muss alle Vorbereitungen machen, weil wenn alles gut läuft, welcher Tag ist heute? Mittwoch, ne?
So, wenn alles gut läuft, dann wird am... Fangen wir am Samstag an mit Verputzen inne. Ist das nicht total geil? Das ist total schön. Ja, und dazu musste ich noch meine ganzen Fenster fertig ausschäumen. Dann diesen Schaum, der quillt ja immer manchmal so ganz gerne so ein bisschen raus an der Seite. Den muss man schön bündig abschneiden vorher. Dann musste ich noch, naja, was anderes machen. Dann musste ich die ganzen Kabelschächte, ne, die Kabelkanäle, die wir ja reingeschlitzt haben, wo ich die Kabel reingelegt habe, die musste ich ja alle wieder zuputzen, ne, verputzen, dass die wieder zu sind. Dann kommen heute, am Mittwoch in dem Fall, meine Fensterbänke. Ja, und dann sind die drinnen und dann kommt quasi morgen, am Donnerstag, kommt der Verputzer und setzt die ganzen Eckschienen und im ersten OG an den Fenstern und überall. Und da hat der Donnerstag und Freitag zu tun und am Samstag darf ich dann die ersten 25 Säcke Putz in die Putzmaschine einführen. Ja, cool. Ja. Ich trink mal einen Schluck, ne? Ja, ist wieder umgefallen. Ja, und das ist, sag ich mal, also das kommen wir sehr gut voran. Also das ist ein großer Schritt. Gerade so inne verputzt ist auch optisch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, dann merkt man, dass es langsam fertiger wird. Ne? Hast, ja, hast du die Maschine schon da? Putzmaschine kommt am Freitag. Ah, okay. Ja. Und ich habe das erste OG verputzen wir erstmal nur die und dann nur die Außenwände, weil innen ist ja alles Trockenbau, die ganzen Innenwände. Und nur die Außenwände brauchen wir 125 Säcke Putz. Und die darf ich alle mit der Hand in die Putzmaschine reinballern. Okay. Ja, ja, habe ich mir auch so gedacht. So 3 Tonnen. Kann man sich doch mal gönnen, da kannst du dir Fitnessstudio sparen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das kannst du dich abmelden. Muss ich früher in der Lehre auch immer tun. Sieht man gar nicht. So hältst die Klappe. Ja, nee, aber so ist das. Also. Schon krass. Meinst du, es wird was mit dem Zeitplan? Also, du wolltest ja Weihnachten, glaube ich, dann schon im neuen Haus sein, ne? Ja, also genau. Wir würden gern am. Also ich würde mal so behaupten, so allerspätestens Ende November wäre schon geil. Aber müsstet ihr die aktuell auch eigentlich noch hinbekommen, oder? Naja, ja, aber guckst, das ist trotzdem ein straffes Programm. Guckst du seine Bauvlogs? Den ersten habe ich geguckt, den zweiten zur Hälfte und dann musste ich irgendwo hin. Und wie viel gibt's mittlerweile? 3. Ja, heute, aber gestern. Okay, auch was gestern. Aber wenn er weiter so rumalbert wie in den Bauvlogs, wird das nichts mehr mit Weihnachten. Mhm. Nee, nicht gesagt, welches Jahr war, ne? Ja, okay, okay. Ja. Nein, aber wir würden schon gern dieses Jahr November allerspätestens eigentlich drin sein, aber kann klappen, muss nicht. Das ist tatsächlich so, dass es auch als nächstes werden könnte, wenn irgendwas noch großartig schief läuft. Ja, und manchmal ist es auch, wenn man Sachen bestellt und so, ne, und dann kommen die ein paar Wochen oder ein paar Monate später. Ja, beziehungsweise das größte Problem ist, dass sich Firmen versetzen oder warten lassen. Ja. Also ich sag mal so, Zeit verschwendet habe ich bis jetzt immer nur, weil ich auf Firmen warten musste. Ich selber, ich kann ja jeden Tag machen und alles, aber wenn die Firma dich eine Woche warten lässt, dann ist eine Woche verstrichen, ohne dass irgendwas passiert ist. Du hast halt bestimmte, sag ich mal, Bauabschnitte, die gehen nicht ohne Firma, also ohne, wie zum Beispiel, ich könnte meine gesamte Elektrik niemals anklemmen, also das ist unmöglich. Außerdem muss ich schon allein wegen der Gewährleistung eine Firma machen. Und wenn mein Elektriker mich dann meinetwegen 3 Wochen versetzt oder so, dann... Versetzt hätte ich halt 3 Wochen. ...eine andere Baustelle erst fertig machen muss, dann hast du einfach Pech, ne? Das ist halt problematisch dann. Oder der Heizungsbauer, wenn muss der... Ja. Muss auf den Tisch schauen und sagen, ran jetzt hier, was soll der Scheiß? Hab ich gemacht, was denkst denn du, ey? Hat er gemacht, dann war noch eine Woche länger weg. Wahrscheinlich, ja. Nein. Also, gibt aber auch so Kandidaten. Ja. Gibt welche, die melden sich dann gar nicht mehr, ja. Ja. Okay, ja. Dann macht's selbst. Ja, das Problem ist aber, dass zurzeit durch diesen Bauboom und durch diesen Niedrigzins und alles und dadurch, dass jeder Geld bekommt, jeder bauen kann, jeder irgendwas kaufen kann, also der Immobilienmarkt ist ja echt abgegrast. Also es ist der absolute Wahnsinn. Und dadurch geht es den Firmen aktuell in unserer Region, manchmal hat man das Gefühl, zu gut.
Ja, also die, so, wenn du dann sagst, ja, dann suchst du mir eine andere Person, ja, wenn du eine findest. Weißt du, weil hat sowieso keine Zeit, so ungefähr. Ist ein bisschen kacke irgendwie. Ja. Der Kunde leidet halt drunter. Es ist gut, sag ich mal, dass viele Aufträge da sind, dass die Wirtschaft so angekurbelt wird und die so zu tun haben. Das Problem ist nur, dass die meisten Firmen darauf gar nicht ausgelegt sind, mit ihren Mitarbeitern und so weiter und so fort. Und viele dann an ihre Leistungsgrenzen kommen. Ja. Weil die Mitarbeiter nicht reichen und dann sind sie von früh bis abend dann schnell, schnell, schnell und dann noch schnell dorthin, naja, so passiert halt, so entsteht halt der Fusch, ne? Ja, Fusch am Bau, auch ein wichtiges Thema. Ja, deswegen bin ich, egal um was es geht, immer da, immer. Das ist das Allerwichtigste, wenn du baust. Immer präsent sein. Immer vor Ort sein. Deswegen habe ich auch gesagt, zu meinem Putzer zum Beispiel, der mit drei Leuten, ne, die müssen zu zweit verputzen und einer muss unten kontinuierlich die Säcke reinballern. Ich habe gesagt, pass auf, hast mir einen super fairen Preis gemacht, das passt alles, bin ich echt zufrieden, kannst dir einen sparen, kannst einen zu Hause lassen, mehr Geld für dich und ich baller dir die Säcke da unten rein. Hat halt den Vorteil, er hat den Vorteil, er muss denjenigen nicht bezahlen, der kann was anderes machen. Kriegt trotzdem das Geld, ja. Kriegt trotzdem sein Geld und ich bin aber da, also durchgehend da, weil gerade mit Verputzen ist echt so ein Problem, weil... Ich habe da ganz klar gesagt, wie ich das haben möchte und wie meine Vorstellungen sind. Und beim Verputzen musst du wirklich aufpassen. Sonst, oh, hast, ja. Sonst ist deine Wand, ja, keine Ahnung. Krumm und schief. Was machst du dann? Du kannst ja nicht wieder runterhacken, geht ja nicht. Das fällt dir dann aber auch erst auf, wenn du anfängst zu tapezieren oder der Maler da anfängt. Naja, ich mach das ganz einfach. Ich guck mir die Wand ganz genau an. Ja, ja, klar, sag, wenn du dabei bist. Aber wenn du nicht dabei bist, fällt das erst auf beim Tapezieren. Dann genau. Kommen die ersten Dinger, wo man sagt, oh, was ist denn hier passiert? Ja. Und wenn er eben verputzt hat, schaue ich mir das an. Und wenn das scheiße aussieht, dann rufe ich meinen Maler an, sag, komm her, guck dir das an. Sag mir, weil es muss ja sowieso komplett gespachtelt werden, noch vom Maler, also die Wände. Und dann lasse ich meinen Maler kommen und dann sollte er sich das angucken und soll sagen, ob es für ihn jetzt ein Mehraufwand ist, weil die Wand scheiße verputzt ist oder nicht. Wenn es ein Mehraufwand ist, dann hat er ein Problem, weil dann kann ich den Preis nicht bezahlen, den er angeboten hat. Weil ich habe ja auch die Dienstleistung nicht erhalten, die er angeboten hat. Naja, klar. Klingt jetzt doof, ist aber so. Oh. Ja. Hast du den Wagen mit, Randy? Ich kann den mitnehmen, ja. Sehr schön, danke. Ich hatte auch schon mal einen, das ist ganz lustig eigentlich, also mit der hat sehr, sehr viel bei mir gemacht und ist ein guter Kumpel, der auch den Bau überwacht, also mein Planer in dem Sinne, der hat ja auch eine eigene Firma, hat zwei Meister und der ist immer manchmal ein bisschen frech zu mir, ne? Und dann sage ich so, na, pass auf, ganz einfach, jede Rechnung, die du mir jetzt schreibst, ziehe ich 200 Euro ab. Und dann sagt er so, naja, geht ja nicht, kannst du nicht machen. Ich sag, was willst du machen? Was willst du machen, wenn du mir die Rechnung schickst, ich ziehe etwas ab? Willst du es einklagen wegen 200 Euro? 3 Jahre Zivilprozess? Weißt du wie? Ja, ja, klar. Ja. Was sagt er dann? Also, es ist halt nur lustig. Nein, es ist ja nur lustig. Ja, ja, klar, es weiß ich. Es ist halt so ein bisschen lustig und da wissen wir uns halt immer. Und, ja. Aber das ist halt eigentlich ganz, ganz cool. Aber was würdest du sagen? Ich? Hast du nicht irgendwas gefragt gerade? Ja, ich hab doch nur gefragt, was sagt er denn dann, aber da hast du ja gesagt, nee, ist ja alles nur Spaß. Ja, ja. Ich hab auch immer gesagt, das ist der Einzige, der kein Skondo mehr hat, ne? Und da sag ich immer, was ist mit dem Skondo hier, ey? Ich sag, wenn wir die Rechnung hier innerhalb von 5 Werktagen bezahlen, dann will ich 2% Skondo haben. Ja, was sagt er dann? Dann sagt er, na gut, dann hau ich halt die 2% drauf, dann kriegst du 2% Skondo. Ich sage, er sagt immer, Skondo geben nur die sowieso die 2% zu teuer sind. Ja, das war mal, das sagt mein Chef auch immer. Und dann sage ich immer, ach komm, ey. Ja. Das wirst du machen, ja. Ja. Ist halt so. Aber ich habe mir das alles schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Also, ja? Es ist ultra anstrengend, es ist stressig. Du musst immer hinterher sein. Aber dennoch habe ich es mir schlimmer vorgestellt, wie es jetzt ist. Okay. Also eigentlich kommen wir so ganz chillig immer weiter voran, voran, voran. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich relativ viel selber machen kann. Oder was heißt viel selber machen kann, aber dass ich halt auch ein bisschen was weiß. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, ich
weiß auch nicht. Also vielleicht doof, aber man muss ja so sehen, ich habe ja vorher schon das Elternhaus, war ja auch schon ein Haus in dem Sinne. Ja. Ne, und da haben wir ja auch viel gemacht und dadurch hast du ja schon einige Jahre lernen können. Ja gut. Ja, wie schon gesagt, meine Freundin will auch bauen, aber ich habe einfach keinen Bock auf diesen Stress, ey. Nee. Das kommt immer drauf an, was du dir für Stress machst, was du selber machen willst, was du kannst. Was du nicht kannst, kannst du nicht machen. Das ist einfach so. Ja, ja. Wenn du handwerklich zwei linke Hände hast, was ja nicht schlimm ist, es gibt halt einfach welche, die sind handwerklich nicht begabt. Das habe ich nicht. Dann, ja, was du dir zutraust. Ich sage auch klipp und klar, das und das kann ich nicht. Fliesen legen zum Beispiel. Ich habe in deinem Leben noch nie eine Fliese gelegt. Wäre schon gut probieren. Hätte ich auch keinen Bock drauf, ey. Vor allen Dingen ärgerst du dich, wenn die später nicht richtig sind. Ja, genau. Du, das ist ja das. Wenn du dann jedes Mal ins Wohnzimmer oder Küche reinkommst. Jetzt mal bleibst du mit dem Strumpfen, ey. Ja, oder du siehst, wie die Naht so schief geht und denkst, oh, scheiße. Nee, das wird nichts. Ja, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch schon wieder fertig. Das war wieder der Baumittwoch. Bis morgen. Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Ist in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Tschüss.